You did the right thing. I did what I had to do. He was your friend. Willkommen zurück zum Monospiel Game of Thrones. Und es wird nicht gerade fröhlicher hier bei diesem Spiel. House Forrester ist so gut wie vernichtet, aber wir haben wenigstens diesen Wichser von Lord Whitehill mit. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason, to protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironwrath. It may already be lost. Mm-hmm. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. Nee, aber was ist denn die Alternative? Ach so, den Nordhain. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was uns der Nordhain so großartig bringt. Das ist halt so ein kleines Dorf. Ich weiß aber nicht, was es kann. Nach Süden marschieren. Ich würde zwar gerne zustoßen, aber eigentlich ist es ja schon zu spät. Ich meine, wir können die Burg zurückerobern. Können wir theoretisch gesehen auch später machen. Ich habe keine Ahnung. House Forrester needs our help. So we'll gather our forces and march south. May the gods guide us and protect us. Ja, Mann. Scheiß aufs Wäldchen. Oder ist es halt der Ort, wo sie nur ihre Magie wirken kann? Also nur hier. Dann ist klar, dass sie da nicht weg will. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Werden jetzt hingerichtet. Bring forth the next prisoner. Achso, ich muss gehen. Ich will aber nicht hingerichtet werden. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This. Traitor and a murderer! Woher willst du das denn wissen? Boah, die Schlampe. Killer! She's innocent! A disgrace to her family name! Würde zeigen. Mira Forrester. In the sight of gods and men, and in the name of the king, I sentence you to die. Shame! Raven! Killer! If you have final words, speak them now. She's innocent! Yeah! Iron from ice! A brave! She's innocent! Oh no! Direkt ändern sie ihre Meinung. Neil!
Der gehört doch zu uns. Das Schwert? Oder? Bisschen Hoffnung habe ich noch. Scheiße. Doch nicht. Fuck. Und wieder eine Forrester weniger. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier nicht auf ein Happy End ausgehen. Das billige Messer. Ich will mal langsam loslaufen, weil ihr habt einen weiten Weg vor euch. Ist irgendwie so komisch. Ich habe das Gefühl, es beendet sich irgendwann die Episode. Aber wir sind ja noch keinem Ende nahe. Als ob da noch eine Episode kommen muss. Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they bend the knee. And what do I find? Ist das jetzt das Ende? A child lord. Ethan the Wise. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. Then, she had the audacity to go behind my back with Tyrion, when I'd clearly forbade it. And then that letter she forged to Elena Glenmore, as if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. Boah, 5,7%. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge. Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the Twins with balls so shrunken he let Griff Whitehill beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But then, he jabbed out that fourthborn's eye. He tried to stab me with my own blade. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. Roderick. The savior who couldn't save anyone. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But I was disappointed. He seemed a man who cared of nothing more than the moment. But afterward, his uncle told me the truth. That Asher had been protecting his friend, a former slave.
He'd gave up all he came here for to protect her secret. He earned my respect in the end, if not my help. Loyalty. Friendship. Respect. Ich frag mich halt echt, ob man das ganze Ding hätte richtig nothing. Umdrehen können, wenn man Daenerys Hilfe gehabt hätte und so weiter und so fort. Understood that, Grandmother. I know she told me the truth about Sarah, but she also broke a promise to Sarah to keep a secret. In the end, I respect that she was willing to do whatever it took to get what she wanted. But at so high a cost. I could have told was denn für ein Angebot von Marguerite? To have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these foresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Instinctive, instead of shrewd. When will these northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Für den Frieden Griff unterworfen? What? Ich und 40% haben instinktiv und aufrichtig House Forrester verteidigt. Verteidigt? Irgendwas? Vertreten? Okay. Bin eigentlich zufrieden mit meinen Entscheidungen, weil das sind meine Entscheidungen. So würde ich wahrscheinlich wieder entscheiden. Auch wenn ich gerne andere Möglichkeiten sehen würde. Aber das kann doch jetzt noch nicht das Ende sein. Kommen da jetzt seine Halbgeschwister? Asher? My Lord. Okay, bei denen. Bei We haven't much time. Okay. They may have won this battle, but they will not win the war. Sieht schon ziemlich danach aus, als ob sie den Krieg gewonnen hätten. Okay, also Leute, ganz ehrlich, das ist das Ende? Was ist denn das für ein Ende? Oder bin ich blöd und da kommt noch eine Episode? Nee, das war doch die letzte, oder? Ja, also da musste auf jeden Fall eine zweite Season kommen, weil das ist kein Ende. Tut mir leid. Du und 75% haben gelogen, wodurch Sir entlassen wurde. Ja, okay. Du und 86 weigern sich mal... Ach, Morgrin. Ich lese ja die ganze Zeit Marjorie. Naja, gut. Du und 15% gewährten Cotta einen Gnadenstoß. Wow, das haben echt wenige gemacht. Du und 25% vergifteten Lord Whitehill und Lady Forrester. Du und 20% haben den Nordhain zugunsten von Eisenhorn aufgegeben. Okay, mehr haben sich für den Nordhain entschieden. Interessant. Ja. Leute, komisch, weil, ganz ehrlich, von Anfang an hieß es, such den Nordhain auf. Ja. Und was hat uns das gebracht? Gar nichts. Jo, wir haben da ein paar eine Handvoll Leute gefunden, einen Eisbär und super, nichts gebracht, weil wir nicht sehen, was die jetzt ausrichten können. Ich verstehe das nicht. Also es fühlt sich für mich absolut unfertig an. Und nicht wie ein Ende. Nein, danke. Hallo? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also, es waren ein paar coole Szenen in der Episode, ganz klar. Viele Gänsehaut-Momente gehabt.
Aber das war kein Ende. Ja. Was ein Scheiß. Ja, unbefriedigend, ganz ehrlich, unbefriedigend, also nicht schlecht, die Serie, kein Vergleich zu Tales from the Borderlands, absolut kein Vergleich, ja, bisschen schade, bisschen sehr schade, aber was willst du machen, es ist halt so, ich werde mich jetzt nachher noch mit Walking Dead beschäftigen und da vielleicht noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, wenn ihr die ganze Zeit bei mir geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn dieses Ende sehr unbefriedigend war. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Telltale-Spiel wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.